Ja, warum machen wir es überhaupt? Ich weiß nicht, warum machen wir, sollen wir ja hast gesagt? Hast du auch gesagt, vielleicht, aber Beni so, okay, steht ja, fest. Genau. Ja, ich auch! Der Trisha Robinson, oh, bist du hier? So provozier uns auch. Beni! Wie alt bist du, der Trisha Robinson? Oh, sie redet mit uns. Horror Camp! Horror Camp! Horror Camp! Sie ist hier! Oh nein, sie kommt! Was jetzt? Jungs, komm nicht raus, mach die Tür offen, aus, mach die Tür offen, die Tür offen! Schau mich an, Toni. Schau hier, und jetzt macht Limbo Crouchy. Wie so eine schwangere Frau einfach. Can you do this? Vertell mir. Oh. Wie sieht das aus, als wäre gleich ready zum Losrennen. Er ist so eins von Naruto Run. Check das aus. Also bis jetzt habe ich Spaß. Ja, bis jetzt habe ich Spaß. Wirf! Also bis jetzt bin ich das Spiel sympathisch. Dann kann's da losgehen, Jungs. Ja, wir wissen auch, wenn wir sind. Junge okay. Toni, Alter. Okay, kurze Erklärung, okay? Wir müssen kurz rausfinden. Karl! Mach doch! Also bis jetzt bin ich hier echt super. Also, ja, Beni, Junge, ja. Hallo, Beni, J Beni drücken. Beni sieht gerade da wie dieser Sportreferent da, der aber irgendwie durchsetzen kann. Auf der letzten Seite sind drei Beweise. Drei. Auf der und dann ein Seite. Geistertyp, okay? Ja. Und wir müssen rausfinden, welcher Geist hier sein Unwesen treibt. Unser Geist heißt Patricia Robinson. Okay, ihr könnt hier drei Items mitnehmen. Ab ins Haus! Ja, mach auf jetzt, Karl. Also, jetzt hör mal, so jetzt sind wir leise. Oh, ab, in also. Ab in den Keller. Also. In den Keller. Oh Gott, alles gut. Ja, das war ein Schatten. Wieso laufen wir so schnell in den Keller? Weni, mach doch mal Pause. Oh mein Gott, Im Weni. Keller ist niemand. Im oh Keller mein Gott, also, hallo! Stopp! Können wir mal stehen bleiben und kurz reden, was wir hier jetzt machen? Ja. Karl und ich haben ein Thermometer. Wir suchen jetzt einen Raum, der kalt ist. Im kalten Raum ist der Geist. Wir laufen immer alle zusammen, also, oder? Also, ich gucke jetzt mit dem Thermometer, wo praktisch der Geist ist. Kinderzimmer. Ich sehe noch keine Temperatur, keinen Temperaturunterschied. Oh, ich merke absolut gar keinen Temperaturunterschied. Wir brauchen eine Videokamera. Ich weiß, wo er ist. Wo? Oh, hier ist kalt, Karl. Hier in der Küche, Ja. Alright, wir wissen jetzt, wo er ist. Temperatur brauchen wir nicht mehr. Das gefällt mir nicht. Wer von euch hat das EMF? Was ist das? Also, guck, ob du fünf Striche bekommst auf CMS. Oh, das Ding ist, der Geist hört dich, wenn du redest. Wenn wir in-game reden, der Geist hört dich auch. Das heißt, nicht den Namen sagen, sonst verärgerst du den. Echt jetzt? Patricia Robinson. Oh mein Gott, Beni, hör auf. Patricia Robinson, bist du hier? Oh mein Gott, Beni, hör auf. Beni. Wie alt bist du, Patricia Robinson? Oh, Digga, zeige dich, Patricia Robinson. Ich mag das nicht, wieso machen wir das? Patty Robinson. Oh, sie redet mit uns. Hallo. Also wir haben als allererstes J, drück mal J und dann Beweis gefunden. Als erstes haben wir die Geisterbox. Du musst jetzt nicht mehr mit der reden, wir haben das jetzt schon als Beweis. Antonia, ja. Damit kannst du nach UV-Fingerabdrücken suchen. Oh. Provozier die alle nicht, die haut dir aufs Maul. Wieso machen wir immer das Licht aus? Wieso machen das ist Geist, das nicht wir. Das ist der Geist, das ist die Dusche. Also Antonia, jetzt scan mal hier den Raum ab nach Fingerabdrücken. Wieso Patricia Robinson! Oh mein Gott, Beni, hör doch auf, sie zu rufen, wenn ich suche! Zeige dich, Patricia Robinson! Oh mein Gott, Beni, hör doch auf! Gib uns ein Zeichen! Gib uns ein Zeichen, Patricia! Beni! Ey, was ist EMF? Hallo, wie viel Punkte, Henke? Drei, hier auf der Ecke. Ich weiß immer nicht, ob ihr das eure Schatten sind oder ob es der Geist ist. Wieso Beni? Oh nein, sie kommt! Was jetzt? Was jetzt, Jungs? Oh fuck! Oh shit! Alright, wir stellen uns hier in die Ecke. Habt ihr den Herzschlag gehört? Habt ihr den Herzschlag gehört? Ja, ich hab den Herzschlag gehört. Ja, das heißt, sie ist hier. Fingerabdrück an der Tür. Antonia, leuchte nochmal richtig aus mit den Fingerabdrücken und guck, wo es ist. Geh nicht so hektisch, such mal ein bisschen, entspann dich mal ein bisschen. Hier, vier Ausschläge, vier. Warte, Fingerabdruck. Vier? Da war ein Fingerabdruck. Ich hab hier vier. Antonia, an der Tür hier. Da, wo ich hinleuchte, da. Ja, das stimmt. Sie hat fünf Finger. Die spielt am besten. Sie ist hier. Was, ohne wir? Wieso ohne wir? Sie ist hier, weg, Antonia, weg. Wohin denn? Ja, ganz kurz zurück in den Van oder irgendwie sowas, ganz kurz weg, damit du nicht stirbst. Kann ich irgendwie sprinten oder so? Kann ich irgendwie sprinten? Was ist, wenn ich so einen Herzschlag höre? Okay, hier sind wir erstmal sicher. Was ist, wenn ich so einen Herzschlag höre? Vielleicht entweder gekillt bist oder, Lach mal, Kali. Ich werde Spirit fürs Album. Also Spirit, Gespenst oder Poltergeist. Aber Poltergeist glaube ich weniger. Antonia, wir gehen nochmal rein, komm mit. Karl, streue Salz in der Küche. Wenn du Salz in der Küche streust, dann muss es ein Gespenst sein.
Hallo Jungs, ich bin ganz schön weit hinter euch gefühlt. Allergisch reagieren. Wir haben als Beweise bisher Fingerabdrücke, Geisterbox. Du musst auf die letzte Seite gehen. Geisterbox und Fingerabdrücke. Und jetzt suchen wir den dritten Beweis. Es muss ein Spirit, Gespenst oder Poltergeist sein, aber es ist kein Poltergeist, glaube ich. Oh, hier vier Striche, hier hinten in der Ecke. Ey, sie kommt! Licht aus, Licht aus, Licht aus! Nichts überreden! Versteckt euch! Versteckt euch! Hallo, lebt noch jemand von euch? Ja, ich, was mache ich jetzt hier? Ich rede. Oh mein Gott, ich weine gleich. Hallo. Ich will raus. Ich renne einfach. Ah, wieso gibt's nicht auf? Mach auf! Junge, macht auf! Hallo, mach auf! Mach auf, wieso macht keiner auf? Jungs, ihr kommt nicht raus, mach die Tür auf, bitte, mach die Tür auf! Die geht nach innen auf, alles gut. Hallo. Stopp! Versteckt, wir müssen erstmal ein paar grundlegende Sachen. Einfach rennen! Hallo! Wir müssen ein paar grundlegende Sachen erstmal klären jetzt hier. Wo ist Veni? Tot. Was machen wir, wenn der Geist kommt? Verstecken wir uns hinter der Küchenzeile oder rennen wir weg? Ihr rennt einfach so schnell ihr könnt. Je länger man da drin ist, desto saurer wird er. Aggressiver wird er, ja. Komm mit rein, Antonia, du gehst vor. Ich möchte noch wissen, was die anderen Sachen sind, die wir noch rausfinden müssen. Seid ihr jetzt alle gegangen? Kaffeepause. Die verschiedenen Kameras. Sieht nicht so nach Orb aus, oder? Ich bleib mal im Van und guck, ob ich diesen Orb sehe, ja? Es ist ein Poltergeist, hat Karl gesagt. Woher wissen wir das jetzt? Weil der ein Bild umgeschmissen hat. Es müsste ein Poltergeist sein. Ich bin mir relativ sicher. Hauptsache, der kommt nicht raus. Bekannt als ein Wesen, das laut ist und Objekte um sich herum manipuliert. Geht. Ja, ist laut. Nee. Ah, geht so. Nee, warte mal kurz. Das hat doch Objekte manipuliert. Aber war nicht laut. Eigentlich nur einmal kurz Hallo gesagt. Was gab's noch? Dann sag ich, es ist ein Gespenst. Dann sagen wir der Geist. Aber haben wir dann keinen dritten Beweis? Gespenst. Nee, wir müssen noch kurz ein Foto machen von Venis Leiche. Hat jemand eine Kamera, wo noch Film drin ist? Ja, bin auf dem Weg. Schön. Wo ist Venis Leiche? Weißt du was? Hallo. Ich glaube in der Küche, oder? Da hier ist er. Macht ihr Foto? Okay, raus da. Ich hab ihn gesehen. Hallo. Ja, hallo, raus. Raus! Mach die Tür auf. Raus. Ist es verschlossen? Er war ganz klein. Ist es verschlossen? Oh mein Gott, es ist zugeschlossen. Henke, wenn du ihn siehst, mach ein Foto. Hallo, wir können nicht raus, oder? Mach ein Foto. Ich sehe ihn nicht. Hallo, wir können nicht raus, oder? Da ist der Kleine. Raus hier! Henke ist tot! Nein! Henke ist tot! Guck mal hin, Henke ist gestorben! Hangmeister! Scheiße, Karl! Musst du noch ein Foto von Henke machen vielleicht? Ey, das war mein Kind. Nee, wir haben keine Kamera mehr. Okay, cool, denn Henke chillt da dann so, oder? Ja, alles klar. Kein Bock mehr auf den Geist, der packt ultra ab. Ja, absolut. Lass nach Hause kommen. Fuck it. Okay, also wir haben jetzt. Ach, lass einfach sagen, es ist ein Poltergeist, komm. Echt jetzt? Poltergeist? Ein Gespenst ist nicht. Nee, der ist so einfach gelaufen. Ein Gespenst ist es nicht. Stärken keinen, das bin einfach ich. Das könnte auch ein Spirit sein. Ich würde eher sagen, es ist ein Spirit, weil ich fand den Geist jetzt nicht so laut. Oh, Karl, f*** dich. Das warst du gar nicht. Warst du das? Das warst du. Oh mein Gott. Was? Ich sage, es ist ein Spirit. Ein Spirit? Ja, komm, lass einfach Spirit sagen. Fuck it. Ab ins Hauptquartier. Weg hier. So, jetzt hören wir, ob es richtig ist oder falsch, ne? Nee, war falsch, war ein Poltergeist. War ein Poltergeist? Nee, also, Alter, man hört einfach deinen Alkohol, dein Drink, ne? Man hört einfach deinen fucking Mojito. Warte. Das war ein Poltergeist. Nee, du hast halt for real ein Alkoholproblem. Das war's.